Okay, wir... Ach, das ist doch die gleiche Gasse wie vorhin. Also wie gegen die verrückte Elfe. Hier halten. Ihr beiden hier schön da oben postiert. Wir beiden stehen hier ganz zentral. Lal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 a. Ach, wollte ich gar nicht. Wollte doch. Ach, was ist denn. Ach, Scheiße, was ist denn da los? Da rauschen wir gleich mal rein. Und mach mal den hier. So. Ach, da ist ja der Bastard. So, lieber Bastard. Wir haben da was Geschäftliches zu besprechen. La 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 la. Tschüss. Das war aber noch nicht alles. Ich glaube, das war noch nicht alles. Warte mal, hier, was ist das denn hier? Kann man aus so einen alten Hundekuchen aus den Rippen schneiden? Da kommen doch gleich noch welche. Nein, Hilfe! Hilfe, Hundi! Nicht in Po, nicht in Po! So, und der nächste. Ja, da hast du leider recht, aber leider geht's hier ja nicht nach dir. So, wo sind die nächsten? Ja, ist ja gut. Ach, was ist denn da los? So, bitte zusammen angreifen. Und der ist eh gleich weg. Erstmal die Magier freischneiden hier und dann der nochmal weg. Und dann du. Und dann du. Alter Schwede. So, aber erstmal denn da hinten. So. Und dann er. Und da hinten ist auch noch einer. Der setzt gerade Meryl ein bisschen zu. Aber ich glaube, die kann sich ganz gut wehren, die Meryl. Ja, sah gut aus. Und das war immer noch nicht alles. Meine Fresse. Wo sind denn jetzt die letzten hier? Hier vielleicht? Nö, hier ist alles ruhig. Ach, hier, guck mal, Mensch. So, war's das? Immer noch nicht. Meine Fresse, wie viel können da noch kommen? Ja, so streckt sich halt das ganze Spiel unermesslich in die Länge. So, Mabari. Huch. Wo kam er denn jetzt auf einmal her? So, Heimatrasse ist absolviert. Außer ein paar Versprengten gibt es keine Hundelords mehr. Na endlich, können wir jetzt wieder in die Unterstadt und das heißt, wir können jetzt theoretisch auch in den gehängten Mann und dort die Dame besuchen. Ich weiß nur nicht, ob die jetzt tags oder nachts anzutreffen ist oder was auch immer. Hier eine olle Hure. Na du olle Hure, wie sieht's denn aus, du olle Hure? Jetzt bück dich doch nicht so, oh, so unflätig. So, ach komm, wir können auch gleich in den gehängten Mann laufen. Dann sieht's aus, als würde das Spiel noch länger gehen, wenn wir da zu Fuß hinlaufen.
War das nicht hier? Ah, hier war's. So, mal gucken, ob die Dame jetzt auch bei Nacht da ist. Ich weiß es nicht genau. Oder ob wir vorher nur bei Nacht da waren und sie deswegen nicht gesehen haben. Hey, Isa, wie sieht's denn aus? Ich glaube, ich brauche ein Bad. Ja. Was meint ihr? Brauche ich ein Bad? Dringend sogar. Ach, hier ist der Wachsler. Ich habe hier etwas, das euch gehört, Sarah. So einfach? Ihr seid einfach darüber gestolpert. Erstaunlich. Ja, ja. Der Hut ist da, wo er hingehört. Damit haben wir die Quest auch absolviert und kriegen sogar eins Sovereign. So, mal schauen. Die war doch gegenüber von dem Händler irgendwo. Eigentlich hier ist der Händler. Das heißt, die war doch vorher hier. Moment. Eieiei. Habe ich mich gerade ein bisschen verschluckt und muss ja voll abhusten. Ich habe weiteren Abschaum beseitigt. Gut gemacht, Sarah Hawk. Wir Freunde sind auch eure Freunde. Was? Ja, das ist ja ganz interessant. Gut, dann ziehen wir auf jeden Fall erstmal weiter. Mal gucken, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Ach, hier sind wir beim Zwerg. Habt ihr hier wieder irgendwelche Zwiegespräche? Nee. Nun gut, weiter geht's ins Unbekannte. Das heißt, wir haben die Schwestern weggekloppt, wir haben die weggekloppt. Jetzt würde ich mal sagen, wir gehen noch mal ganz kurz versuchsweise zu den Docks. Da sind sie ja. Nur mal schauen, ob wir da vielleicht auf jemanden treffen, der uns vielleicht Ungemach bereiten möchte, wo wir eventuell wieder schön Erfahrungspunkte einsacken können. Ihr wisst ja schon, was ich meine. Hier vielleicht in der Gasse irgendwas. Keine Angriffe, keine Angriffe. Na gut. So, dann laufen wir hier einmal von links nach rechts wieder alles ab. Wie eh und je. Und da haben wir ein paar heitere Ausbooter. So, wie eh und je versteckt ihr euch jetzt mal da hinten. Also verstecken ist relativ, aber ihr tut es. Wir bleiben hier vorne, gehen in Halteposition. Und dann geht's los. Ausbooter Handlanger. So, der Handlanger macht sich aus dem Staub. Also der eine zumindest. Ach, da ist er auch gleich umgefallen. So, der Rest soll rankommen, bitte. Fenris, bleib doch mal hier. Nein, wir bleiben hier. So. Ach! So, das war's. Die Tatsachen. Wegbeschreibung zur Basis der Ausbooter. Wir haben einen Teil der Docks erobert und geben ihn nicht mehr her. Kanki will jeden tot sehen, der in unsere Basis kommt. Völlig gleichgültig, was er zu verkaufen hat. Die Ausbooter. Haben die nicht so einen Channel auf YouTube? Naja, egal. Die Außenbooter. Besonders antivanischer Wein. Der Karterzweig, die Ausbooter, schmuggelt Waffen. Es geht nicht, dass ihr Anführer Kenki Hamazi einfach jeden bewaffnet. Hebe ihr Versteck aus. Genau das werden wir natürlich gleich mal machen. Plus 26 Angriffgürtel, auch schön, aber ich weiß gar nicht, was wir den brauchen können. So, ich vermute mal, auf dem Weg dahin werden wir noch ein paar Ausbooter treffen. Und zwar mitten ins Gesicht mit der nackten Faust. Jetzt sagt mir nicht, dass das Versteck da hinten im Lagerhaus ist, wo wir neulich erst waren. Natürlich war klar, dass hier noch einige angreifen. Folgendes. Wir machen das mal so. Ihr beiden geht da hinten hin. Und wir beiden warten mal hier unten. Wir beiden warten mal hier unten. So. So, der nächste bitte. Haben Sie denn einen Termin heute? Ein Termin zum Sterben! So. Double Slash. Habt ihr das gesehen? Und weiter geht's. Klatsche und nochmal Popo-Klatsche. In your face.
So, wer ist denn hier der Schwächste? Du bist der Schwächste. Immer auf die Kleinen. Und weiter geht's. So, ist jetzt hier bald mal Ruhe. Habt ihr ausgespielt, Kinder, ja? Ist ja schön. Verzierter Clanschild. Ist natürlich Müll. Ganz klar. So, alle wieder bewegen. Alle wieder froh. Super. Dann haben wir da noch einen Ausbote Handlanger, der zu Staub zerfallen ist. Und jetzt können wir... Tatsächlich, das alte Lagerhaus ist auf einmal eine heruntergekommene Gasse. Das ist ja ganz merkwürdig hier. So, gehen wir mal rein in die heruntergekommene Gasse. Mal schauen, was uns erwarten wird. Und schon wieder sind wir in der gleichen Map, die ich jetzt innerhalb von einer Stunde zum dritten Mal sehe. Das ist doch wirklich, wirklich ein bisschen traurig. Ach Leute, und dann machen wir natürlich die übliche Strategie. Komm, ihr versteckt euch da oben. Mann, 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 das ist ja wirklich ein bisschen elend. So, da hinten ein Schurke, macht sich in Position. Wir bleiben hier. Und da haben wir den ersten. So, kommt mal ran hier. So, lalalala. Und ich glaube... Ach, der ist schon tot oder was da oben? Da lief doch gerade einer hoch, aber ich glaube, der ist schon... gestorben. Naja. Ach, was ist denn da los? Und der nächste bitte. So. Ich wollte gerade die nächsten Herrschaften pullen, aber das ist ja offensichtlich gar nicht nötig. So, da haben wir, glaube ich, noch irgendwo... Wo ist denn der? Hier im Schlachtgetümmel sieht man den gar nicht. Da müsste noch einer sein. Da ist er. Ausbruder Handlanger. So, dürfen wir mal ganz kurz verschnaufen. Das wäre ganz formidabel. Dann brauche ich keinen Ausdauertrank. Gesprungener Lebensstein. La 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 la. Okay, verschnaufen ist gerade nicht... Weil sich da hinten noch ein roter Punkt verbirgt. Ach, das ist der Herr Hammerzeh, der ist betäubt gerade. So, Hammerzeh, dann rutsch mal rüber. Dann können wir mal ein bisschen reden. Wie du dir das so vorstellst mit deiner Zukunft und alles. So, ihr beiden bitte hier nach oben und wir beiden halten hier mal schön die Stellung. Ich würde sagen, wir halten sogar hier die Stellung, sogar da die Stellung. Und jetzt können wir ja. Also, sag doch mal, wie ist denn das hier? Waffen verkaufen und so. Find ich nicht gut. Und das war's immer noch nicht. Ich laufe hier mal ganz kurz rum und schau mal eben nach neuen Freunden, die wir hier gewinnen können. Hallo, hier? Hm. Mensch, da kommen noch welche. Naja, ich mach mal halten hier weg und dann warte ich mal einfach. Das sind nur die beiden hier, ne, gerade. Fenris, wo bist du denn? Ach. Ach, gucke mal. Ich komme nicht mal dazu, einen Special Move zu machen, weil die immer so schnell sterben. Oh, ein großer Goldbarren ist natürlich auch Plunder. Sowas braucht ja keiner.